Hallo mein Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meiner neuen Rubrik Moni fragt. Das ist eine neue Rubrik hier auf meinem Kanal. Ich dachte mir, ich mache das so wie die 90ern, so eine Art Talkshow. Wir kennen ja die 90er, ne? Ganz genau, richtig. Wir sind auch Kinder der 90er. Du musst auch ins Mikro reden. Ach so, oh nein. Oh nein. Direkter Fail. Ja, direkter Fail. Genau, mein erster Gast ist heute Daniel. Ja, hallo, danke, dass ich da sein darf. Ja, vielen Dank, dass du dich zur Verfügung gestellt hast für den ersten Testrun. Und bevor wir starten, fällt dir irgendwas auf an mir, was bei mir fehlt? Du hast keine Ohren an heute. Genau. Und deswegen habe ich was mitgebracht für uns beide. Ich bin gespannt. Einmal für dich. Mit Strohhalm. Okay, ich erinnere mich. Und einmal für mich natürlich, damit wir uns beide zum Affen machen. Okay, und die müssen wir jetzt erstmal aufblasen dann. Genau. Du kannst auch das Mikro erstmal abbringen. Musst du schneiden. 10 Jahre später. Das passt. Ah, doch. Ich hab's zu Hause getestet. Bei mir geht's nicht. Oh, du hast es schon kaputt gemacht. Ich hab noch ein paar. Du hast es. Genau so. Daniel, der Retter in der Not. Geschafft. So, warte, jetzt muss ich den Haarreif erstmal ausziehen. Ja. Die sehen super aus. Ich würde sagen, die sehen so bescheuert aus. Egal. Aber damit wir gleich aussehen. Ja. Passt auf jeden Fall. Es steht dir sehr gut. Sehr schön. Nur der Ring ist so ein bisschen dick, ne? Aber ansonsten sind die wirklich schick eigentlich. Ja, vielleicht solltest du an der einen Seite noch dein Dings verstecken. Mein Dings? Dein Silber. So? Ja, genau. Okay. So, ich habe ein paar Fragen für dich vorbereitet. Ich bin sehr gespannt. Er kennt die Fragen auch nicht. Ich habe ihm sie nicht vorher verraten. Erstmal, woher kennt man dich und wie bist du zu Instagram gekommen und warum hast du damit angefangen? Woher kennt man mich? Ja, eigentlich hauptsächlich tatsächlich von Instagram durch Disney Parks and More. Und wie bin ich zu Instagram gekommen? Das ist eigentlich recht zufällig gewesen. Freizeitparks oder Disneyland jetzt speziell begleite ich ja schon seit 1992. Das habe ich auch öfters schon mal bei mir auf dem Kanal erzählt. Und irgendwann habe ich einfach einen privaten Instagram-Account gegründet bei mir und habe so ein paar Bilder hochgeladen, dann auch ein paar Sachen aus dem Disneyland natürlich, die dann auch schon gut angekommen sind, aber jetzt noch nicht mit irgendeiner Absicht, dass ich da in irgendeiner Weise groß wachsen möchte oder so. Aber ich habe dann innerhalb von kurzer Zeit auf meinem privaten Account, jetzt fange ich an zu stottern, so aufgeregt bin ich, genau, total aufgeregt, habe ich auf meinem privaten Account fast 1000 Follower gesammelt und habe gedacht, okay, du könntest da vielleicht wirklich mehr daraus machen. Und das habe ich dann auch versucht und habe gedacht, okay, du brauchst einen neuen Namen. Du musst dir irgendwas halt eben ausdenken, was zum Thema passt. Und so bin ich auf Disney Parks and More gekommen. Ja, und das ist jetzt fast 3 Jahre her und ich bin sehr, sehr zufrieden, wie es läuft. Darüber haben wir uns auch kennengelernt, über ganz Instagram. Genau. Ja. Ja. Fand ich schön. Oder finde ich immer noch schön. Ja, es ist total toll, gerade durch das Instagram, wie viele Leute man dort kennenlernt. Man ist irgendwie nie alleine unterwegs, gerade wenn man im Disneyland unterwegs ist. Ich meine, immer irgendjemand ist vor Ort. Jetzt werden wir hier nur angeflogen. Es auch ist mit ins Fernsehen. Irgendjemand vor Ort, man ist nie alleine. Das macht schon wirklich Spaß. Ja, finde ich auch. Und man lernt so viele schöne neue Leute kennen. Richtig. Und auch Dinge, die man vorher vielleicht noch nicht so gekannt hatte. Weil ich meine, ich habe viel mit Disney zu tun, aber so komplett Disney-Verrückte wie jetzt dich, habe ich noch nie live kennengelernt. Irgendwann ist immer das erste Mal. Genau. Ja, du hast eben schon eine Frage fast beantwortet. Seit wann fährst du ins Disneyland und was fasziniert dich so daran? Was mich am Disneyland fasziniert. Also erstmal, ich habe ja schon gesagt, ich fahre seit 1992 ins Disneyland Paris, war 2 Monate nach der Eröffnung das erste Mal da. Habe damals auch die Entstehung und so durch den Disney Club im ersten halt eben miterlebt oder durchs Mickey Mouse Heft, wo ständig darüber berichtet wurde. Und was fasziniert mich am Disneyland? Ich glaube, Disney ist einfach für viele so ein Kindheitsthema. Viele kennen halt eben die Filme und die ganze, die Musik etc. oder Erzählungen von Leuten, die in den USA waren. Und da
war das natürlich immer irgendwie was Besonderes und das ist bis heute geblieben bei Hast mir. Hast du auch die Sendung geguckt mit Thomas Gottschalk 1992? Ich habe tatsächlich diese Eröffnungszeremonie, glaube ich, bis zum Erbrechen geguckt. Ich hatte die auf VHS und irgendwann musste meine Mutter die überspielen auf eine neue Kassette, weil die war so kaputt nachher in irgendeiner Also ich war ja leider zu jung. Ich war gerade mal 3 Monate alt bei der Eröffnung. Ich habe die sogar live im Fernsehen gesehen. Ja, da war ich noch zu jung für. Ja. Genau. Ich bin halt schon was älter. Wir verraten ja, Alter ist nur eine Zahl. Okay. Man ist immer so jung, wie man sich fühlt. Dann bin ich noch älter. Was ist deine Lieblingsattraktion im Disneyland Paris? Gut, das ist jetzt nicht schwer, das wissen die meisten eigentlich. Ich wollte gerade sagen, das wissen die meisten bestimmt, das ist definitiv Phantom Manor bei mir. Also ich finde, keine Attraktion ist so atmosphärisch und so toll gestaltet wie Phantom Manor. Natürlich gibt es andere tolle Attraktionen im Disneyland, wie den Big Thunder Mountain oder meinetwegen die Piraten. Aber Phantom Manor hat es mir schon von damals an einfach angetan. Wieso? Weil ich das so toll finde, wie das integriert ist in dieses Frontierland mit dem Big Thunder Mountain zusammen, mit Thunder Mesa drumherum, die Geschichte, die da drumherum spielt. Das ist alles so stimmig und so glaubhaft in irgendeiner Weise. Wenn man davor steht, könnte man wirklich meinen, da hätte mal jemand drin gewohnt. Ne? Und ich weiß nicht, ich finde das irgendwie besonders, weil wenn man jetzt in anderen Parks unterwegs ist und dort in eine Geisterbahn, ich sage jetzt mal einfach Geisterbahn reingeht, ist das natürlich dann meistens immer nur so eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Szenen, die keinen Zusammenhang haben und das ist bei Phantom Manor einfach was ganz anderes. Es ist total stimmig und es ist eine Geschichte und das fasziniert mich. Ich finde es auch abends sehr schön, wenn das Haus so beleuchtet wenn ist. Wenn das Haus beleuchtet ist und wenn man auch auf den Friedhof dann mal geht und sich da ein bisschen umschaut. Ist auch immer so ruhig, wenn man da hingeht, ne? Ja, alleine gehe ich da auch nicht so gerne. Ich weiß ja, dass es Kulisse ist, aber zum Fotos machen, manchmal ist ja da ein schöner Spot, wenn man den Big Thunder Mountain... Man hört nur den Big Thunder Mountain, ansonsten ist es ja relativ ruhig. Ja, dieses Stöhnen und Heulen und so von den Geistern hört man natürlich dann noch, aber ja. Genau, also in welchen Disney-Park würdest du gerne als nächstes reisen, wenn du dir einen aussuchen dürftest? Also ich glaube, wenn ich mir jetzt einen aussuchen dürfte, dann wäre es das Disneyland in Kalifornien, weil es einfach so der Ursprung ist. Und wenn ich dann starten würde, die Parks weltweit zu sehen dann irgendwann, dann würde ich, glaube ich, dann da starten, weil das, wie gesagt, das ist so der Anfang von allem und das würde mich dann schon damit am meisten interessieren. Und Haunted Mansion dann. Haunted Mansion dann besuchen, Ursprüngliche, ja, das war die erste Attraktion. Genau, richtig. Und daraus ist dann Phantom Manor entstanden. Eine Abwandlung davon, genau. Dann dein Lieblingssnack im Disneyland Paris. Ich weiß, das Essen ist jetzt nicht so... Mein Lieblingssnack im Disneyland Paris, ich glaube, da gibt es keinen. Also ich finde ja, sie machen ja immer zu jeder Saison irgendwelche Sachen. Wir hatten ja jetzt zuletzt die Frozen-Saison, die ja dann irgendwann in der Corona-Zeit geendet untergegangen ist. Genau, davor war Weihnachten und sie verkaufen ja dann immer diese ganzen Kekse und so. Und das ist ja irgendwie immer das Gleiche, nur mit einer anderen Form. Ne? Oder und ein Cupcake mit einer anderen Farbe. Es ist ein Cupcake, der dann voller Lebensmittelfarbe ist und komplett nach Butter schmeckt. Den könntest du dir auch aufs Leberwurstbrötchen schmieren, wenn du das machen wolltest. So geschmacklos aber ist der für eigentlich. Fotos ist er gut. Für Fotos sind die Snacks ein bisschen schön, aber geschmacklich finde ich die jetzt nicht so toll. Also nicht die Mickey-Waffel. Überhaupt. Also oder unseren leckeren Kuchen, den wir hatten bei der Star Wars Season. Ja, aber das ist ja nicht so wirklich so ein Snack. Ne? Das ist ja schon so ein Dessert, den man da bekommt. Also das zähle ich auch als Snack. Okay, aber ich glaube, wenn es ein Snack wäre, dann wäre es das Popcorn, weil da kann man nichts falsch machen. Ist aber auch relativ teuer. Ja, das stimmt. Schlimmste Erfahrung für dich im Disneyland Paris? Oh wei. Ich glaube, schlimme Erfahrungen hat da jeder oder blöde Erfahrungen gesammelt. Aber jetzt so die schlimmste Erfahrung... es war dieses, was da viele mitgekriegt haben, damals als evakuiert wurde. Das war halt eben, ich war nicht direkt involviert, nur halt eben indirekt, weil ich das Glück hatte, da 5 Minuten, bevor das da losging, halt eben weg zu sein. Das war schon so ein bisschen blöde, am anderen Tag dann dort zu sein, weil das man dann nicht Disney genau. Village, ne? Das war im Disney Village, genau, wo man nicht genau wusste, was da jetzt abgegangen ist. Und im letzten September war es dann auch so eine Situation. Das war im an dem letzten Tag des Rock'n'Roller Coasters, da hatten wir so einen Spezialabend, der durch die Inside Ears organisiert wurde. Und als wir dann um 11 Uhr den Park verlassen wollten, durften wir auch nicht mehr normal zum Parkplatz gehen, sondern wurden komplett außen rum geleitet. Also praktisch auch evakuiert, weil man irgendwie wieder ein herrenloses Gepäckstück gefunden hat am Bahnhof. Und das war halt eben auch so ein bisschen seltsam, weil ich hatte jetzt keine Angst da, aber man die ist so Stimmung. Ahnungslos. Genau, man ist so ahnungslos und die Stimmung war sehr seltsam und das. Aber sonst so wirklich so ganz schlimme Erlebnisse hatte ich Gott sei Dank noch nicht. Es gibt immer irgendwelche Sachen, wo man sich ärgert oder so, aber das sind meistens so Sachen, die sind innerhalb von 5 Minuten dann wieder verflogen. Man ärgert sich kurz und dann... Genau, richtig. Klar, wenn man wieder sieht, dass irgendjemand in den Grünanlagen rumläuft oder sich auf einen Zaun stellt oder man steht eine Stunde für Illuminations an und dann kommt jemand, drängelt sich vor und hebt sein Kind auf die Schultern, man sieht dann überhaupt nichts mehr. Ne? Das sind so Situationen, klar sind die blöd, aber es ist jetzt nichts Schwerwiegendes. Also es ist halt nur ärgerlich. Genau.
Du wärst einen Tag CEO im Disneyland Paris. Was würdest du sofort ändern wollen? Was ich ändern wollen würde? Da würde gar kein Tag reichen. Also ich würde erstmal direkt mal Pläne erstellen, was da gemacht werden soll für die Zukunft. Es war nur ein Tag, ne? Ich habe nur einen Tag. Ja, dann kriegen die von mir einen Plan erstellt, was die nächsten 5 oder 10 Jahre meinetwegen passieren soll. Weil das ist so ein Manko, finde ich, im Disneyland Paris, dass da zu wenig passiert. Klar, mit diesen ganzen Seasons, dem Jungle Festival im letzten Jahr oder meinetwegen auch der Frozen Season, das ist alles schön, aber... Wir haben da ja auch schon mal privat drüber gesprochen, die letzte wirkliche Attraktion, die da gebaut wurde, nicht irgendein Umbau oder eine Renovierung von irgendeiner Attraktion, das war 2012 oder 2013, als Ratatouille aufgemacht hat. Und seitdem ist einfach nichts mehr passiert, da ist nichts Neues gekommen. Es ist ja, ne, geplant, die Walt Disney Studios, aber wann die aufmachen, ist ja jetzt genau, auch es so ist in den Sternen. Über allem schwebt ja immer so ein großes Fragezeichen. Ja. Und das ist immer irgendwie das, was mich so ein bisschen stört, wo ich denke, boah, wenn man jetzt so auf andere Parks schaut, die dann regelmäßig irgendwie was neu machen, irgendwas raushauen, was Neues, ne, das ist immer so ein bisschen enttäuschend. Ich glaube, da würde ich dann mal so ein bisschen Druck machen, einen Tag lang. Und sonst würdest du nichts verändern? Essen oder Restaurants? Oder? Ja, das gehört eigentlich schon für mich damit dazu. Klar, mit den Restaurants, das ist immer so ein Hin und Her, finde ich. Ich finde, es gibt Restaurants, da kann man gut essen und es gibt Restaurants, da kann man weniger gut essen, aber das hat man mit der Zeit auch einfach raus, finde ich. Aber auch selbst in den Restaurants, wo man gut essen kann, kannst du mal wieder einen schlechten Tag haben. Und ich finde, das ist immer wirklich abhängig, glaube ich, vom Koch. Wahrscheinlich. Was ist dein schönster Platz im Disneyland Paris zum Entspannen? Also zum Entspannen habe ich keinen Platz im Disneyland Paris. Disneyland Paris ist irgendwie immer Stress. Den Platz, den ich gerne mag, ist eigentlich vorm Schloss. Da rechts neben dem Schloss, wo der Brunnen ist, da ist es ja immer ziemlich ruhig. Oder links neben dem Schloss, wenn man auch am Schloss direkt vorbeigeht. Da gehen auch relativ wenig Leute, weil das Richtung, ist ein schöner Spot. Adventureland. Genau, richtig. Ja. Wenn du dann halt eben dich noch ein bisschen weiter rechts an den Zaun hältst. Weil das sind ganz schöne Punkte zum Fotos machen. Da ist meistens nie so viel Betrieb. Aber es ist keine Bank, oder? Links vom Schloss. Nee, also das sag ich ja, du kannst da stehen und kannst Fotos machen und ein bisschen Ruhe genießen vielleicht, aber jetzt zum Chillen oder sagen wir mal runterkommen, weiß ich nicht. Dann vielleicht hinten bei Pablo's Trading Post. Café Fantasia? Nein. Nein, also ich finde Café Fantasia schon schön, aber ich finde es jetzt keinen Punkt zum Entspannen. Ich entspanne da schon gerne, vor allem im Winter. Sobald ich die Speisekarte sehe, bin ich schon ganz unentspannt. Bei den Preisen für einen Kakao. Ganz genau, wenn ich dann 10 Euro für einen Kakao zahlen soll, dann aber kann ich mich Olaf nicht mehr entspannen. Aber mit Olaf oder Mickey oder Mini drauf. Ja, das ist schon schön. Ich mache dir das für 5. Für ein Foto wieder. Das ist alles für das die stimmt. Fotos. Das stimmt. Bester Spot, um das Schloss zu fotografieren. Und hättest du ein Beispiel, was du mir dann schicken kannst und ich es dann einblende ins Video? Oh, da habe ich bestimmt irgendeins. Oder dein, weiß ich nicht wie viel. Ich glaube, also wie ich ja schon gesagt habe, das ist schon für mich rechts vom Schloss, wenn man vor der Castle Stage steht und dann wieder ein bisschen Richtung zum Tor vom Schloss geht, da kann man gut fotografieren. Dann links dort nehmen, dieser Weg, wo wir eben gesagt haben, Richtung Adventureland, da ist es ziemlich ruhig, weil dann hat man noch diesen Berg mit dieser ganzen Grünanlage so mit drauf, das ist ganz schön. Natürlich dann, wenn man aufs Schloss zugeht und sich ein bisschen links hält, dieser Influencer-Spot nenne ich genau, ihn jetzt einfach mal. Genau, wo wir alle vorstehen und unsere Bilder machen. Wo alle ihre Pins und Disney-Snacks und Pullis und sowas in die Luft halten. Oder uns selbst. Oder also uns wir selbst. Halten uns nicht selbst in die Luft, sondern wir stehen dann davor. Genau. Also weil das man das da ist halt schön. Keine Menschen drauf hat auf dem Foto. Und das ist halt der Geheimspot. Richtig. Oder auch direkt vom Central Plaza. Also ich finde es schon auch recht schön, wenn also man also in der Magical Hour ist das schön, wenn morgens noch nicht so viel los ist und wenn der Sonnenaufgang auf das Schloss... Genau, also wenn man so gerade raus aufs Schloss fotografiert, das finde ich schon recht schön. Ja, finde ich auch. Ja, siehst du. So, kommen wir zur letzten von meinen Fragen. Da haben wir ja noch eine von unserem letzten Livestream. Oh je, ich bin gespannt. Meine letzte Frage an dich ist, dein Geheimtipp fürs Disneyland Paris oder für ein Tipp für den ersten Besuch? Ein Tipp für den ersten Besuch ist auf jeden Fall Zeit und sich informieren. Also ich finde, man sollte nicht uninformiert in diesen Park starten, weil es gibt so viele Sachen, die man gar nicht so einfach im Park selber gezeigt bekommt, wenn man sich nicht vorher informiert. Zum Beispiel, wenn man gerne Charaktere trifft. Die Sache mit der Lineberty-App. Ne? Ich glaube, darüber hast du auch schon mal ein Video gemacht. Ich auch ein Video gemacht. Genau, das ist so etwas für Leute, die das nicht wissen und kommen jetzt in den Park, wollen meinetwegen Olaf treffen, ist das nicht so einfach, weil man muss sich über diese Lineberty-App praktisch ein Ticket ziehen, ne, um diese Chance zu haben. Und ich weiß nicht, wie oft die Cast-Member morgen oder den ganzen Tag über erklären müssen, wie die Lineberty-App genau. funktioniert. Richtig, und das ist sowas, wo ich denke, okay, darüber sollte man sich informieren. Man sollte definitiv, wenn man die Interesse hat, essen zu gehen, sich Tische reservieren. Das ist auch, es ist eigentlich kein Geheimtipp, das sollte man definitiv so tun. Man sollte sich gute Schuhe mitbringen, weil es gibt viel zu laufen. Das stimmt. Gerade wenn man beide Parks besuchen will. Also im Sommer Flipflops sind ganz schlechte Idee. Also hohe Schuhe und Flipflops ist ganz, ganz blöd. Ne, das sollte man auf jeden Fall machen. Und das ist auch kein Geheimtipp, aber Geld mitnehmen.
Gerade wenn man halt eben so ist, dass man gerne einkauft, weil Disneyland ist voll mit Geschäften und Disneyland ist voll mit tollen Sachen, die man sich kaufen würde. Das geht auch den Leuten so, die jetzt nicht die Ultra-Disney-Fans sind, auch die finden irgendwas, und wenn es nur ein Salz- und Pfefferstreuer ist. Also ich glaube, da würden einem noch tausende Sachen mehr einfallen, die man da sagen kann, was man da beachten soll bei einem ersten Besuch. Das ist schon fast ein eigenes Video. Machen wir dann nochmal einen anderen Talk drüber. Die Top 10 Tipps für den ersten Besuch im Disneyland Paris. Da habe ich sogar schon ein Video zu gemacht. Siehst du? Aber können wir ja neue uns einfallen lassen. Genau. Überarbeitete. Update Nummer 2.0. Genau. So, und die Frage nach unserem Livestream. Wir haben ja immer jede zwei Wochen haben wir einen Late-Night-Stream. Ganz genau, auf meinem Kanal. Samstags abends um 22.30 Uhr. Zwischen 22.30 Uhr und 22.30 Uhr, ja. Genau, und da kam eine Frage, die du nicht sofort beantworten konntest. Und zwar, in welche Zeit du dich gerne zurückversetzen würdest oder in welcher Zeit du gerne nochmal leben würdest? Nochmal leben würde? Also ich glaube, ich habe ja schon mal gesagt, viele haben mir dann erwartet, dass ich sage, ja komm, du willst bestimmt bei der Eröffnung vom Disneyland 1955 dabei gewesen sein oder so. Glaube ich nicht. Ich glaube, ich würde mir dann, wenn es wirklich ernst wäre, was ganz Wichtiges aussuchen, was ich erleben würden wollen. Irgendwas, was so die, keine Ahnung. Ich glaube, wenn meine Eltern und meine Großeltern damals erzählt haben von der Mondlandung, wie die miterlebt haben, dass sie dann die ganze Nacht wachgelegen haben, so, das könnte ich mir vorstellen, dass ich sowas, weil das ist so ein Meilenstein gewesen, dass ich sowas miterleben würde. Oder wenn ich die Chance hätte, also dadurch, dass ich ja mit dem Disneyland Paris so eng bin, dann wäre ich gerne bei der Eröffnung selber dabei gewesen. Da wäre ich auch gerne dabei gewesen. Also nicht jetzt nur vom Fernseher damals als kleiner Junge, sondern wirklich live dabei gewesen. Neben Thomas Gottschalk stehen. Genau. Der kleine Junge. Ihm, genau, und mit ihm zusammen dann das Disneyland eröffnen. Ja, da stelle ich mir schön vor. Das wäre toll, ja. Das war's auch schon. Ja, ruckzuck. Geht schnell, oder? Das und, fandest du es gut? Sehr gut, fand ich es. Ja. Fragen waren okay für dich? Ich war nicht vorbereitet. Ich habe mich aufs Schlimmste eigentlich vorbereitet. Dachte, okay, da kommt bestimmt irgendwas, was ich vielleicht gar nicht beantworten kann oder worüber ich gar nicht reden möchte. Aber wir haben hauptsächlich über das Disneyland gesprochen. So soll es ja auch sein. Ist ja auch ein Disney-Kanal. Das ist auch der Plan von diesem Moni fragt. Ich werde immer zwischendurch irgendwann mal Leute einladen, über verschiedene Themen sprechen. Vielleicht mit Brina über das Bounding. Genau. Oder mit Stefan über Freizeitparks. Genau. Das ist so mein Plan. Das können wir ja vielleicht gerade noch sagen. Ich meine, die Leute sehen ja, dass wir hier irgendwo sitzen. Ja. Wir sind heute natürlich auch nicht im Disneyland. Nee, wir sind im Holiday Park. Genau. Das war gerade die Biene, die hier rumgeflogen ist. Das war die Maya. Genau. Ich habe noch ein Dankeschön für dich. Oh. Mein Button. Vielen, vielen Dank. Ja. Ja. Die Ohren darfst du natürlich auch behalten. Das will ich doch hoffen. Also Dankeschön, dass du mitgemacht hast. Ich habe zu danken. Jetzt müssen wir noch synchron. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst ein... Gut. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da. Okay, dann eins. Wenn euch das Video gefallen hat... Du musst auch starten, du kannst nicht einfach anfangen. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben. Ich kann es nicht sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da. Oder für Daniel wenigstens einen Daumen genau. nach oben. Genau, ein Like bei Instagram. Genau. Ansonsten abonniert meinen Kanal. Ich packe auch seinen Instagram-Link unten in die Infobox. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, und vielen Dank, dass du mein Gast warst. Bis dann. Bye, bye. Ciao.